Oh oh. Egal, du nur. Danke. Wollt ihr den bekämpfen oder nicht? Nee, fahr weiter. Nee, komm. Wir haben wieder keine Kanonenkugeln mehr. Genau. Ist pink. Ja, mal volle Fahrt weg davon. Neuerbord ist ein Felsen, ist ein Backbord. Ne, das Wort ist schon weg. Stück Backbord. So. Wenn man auf die Karte gucken, ob wir zur Old Faithful Isle richtig fahren. Ja. Wenn das die ist, die eingefallen ist, dann ja. Immer richtig gucken. Ja. Ja, die ist eingekreist. Ist das die, die so ein bisschen links ist von uns? Ein bisschen Backbord? Nee, eigentlich direkt nee, vor uns. Okay. Also minimal Backbord. Ja, okay, dann also nicht die, die jetzt direkt vor uns. Nee, das ist so ein Stück. Ich sehe die auch schon, die Faithful Isle ja. Vor uns. Ich hab Hunger. Tatsächlich nur Felsen. Ich glaube, wir kannst du nicht Steuerbord. Ich glaube, wir müssen auch auf der rechten Seite so anlegen von hier aus. Ich glaube, weil da wird es flacher und da ist, glaube ich, Strand. Also das große da ist nur ein Felsen? Oder? Das links hier ist nur ein Felsen. Oh, nö. Backbordlicht, oder? Ja. Okay. Ja, das ist okay. Und dann ein bisschen anlegen. Da rechts sind so viele spitze Felsen, der Rest ist so cool. Nee, bei dem Licht aber leider. Ich weiß nicht, ob da unten vielleicht ein Strand ist oder so. Ja, das sehe ich leider auch nicht. Sehe auch nicht. Ja, das sieht nach Strand aus. Okay. Dann macht eine vielleicht mit der Kehrtwende oder so. Ja. Vordere Segel schon eingeholt. Ja, ich sehe schon. Weil wir zu schnell waren. Mhm. Geradezu, ja. Das sieht doch gut aus. Machst du den Anker? Ich sehe nichts. Ja, mach mal. Ich glaube, wir sind dann noch ein bisschen weiter weg, aber es wird sonst sehr haarig. Ja, sieht gut aus. So. Das ist ganz gut, glaube ich. Brauchen wir nichts mitnehmen hier, ne? Da finden wir ein Beiboot. Ich aktiviere schon mal die Quest. Auch nicht. Doch.
Oh, ich dachte, ich müsste das dafür hochhalten. Ich hätte jetzt gerne Pizza. Ich habe Pizza, die müsste ich mir erst machen. Du hast die Wesensessen, sag ich. So. Alles, was ich gegessen habe, wegtrainiert, ey. So nüchtern, wie man nur kann. Sein kann. Kannst du das zerstörte Ruderboot im Norden mit Musik erfüllen, Witz? Geheimnis. Norden? Norden. Ja. Richtig, die Kanone mal gen Norden. Ich will nicht eher da sein. Pizza. Okay, das hat schon mal gut funktioniert. Au. Heute alle so oh, hier ist ein Bummfass. Yo! Zu close. An meinem war kein Skelett dran. Ja, an meinem schon. Jetzt kommen hier Skelette aus. Haben wir auch gerade. Werde ich besser nicht. Jetzt alle hin hier? Oh, scheiße! Oh, Mann, ey, das war. Ich bin voller Profi einfach. Das wissen wir doch. Eine Lagerkiste. Das ist sehr gut. Komm nicht so schnell voran, ich habe nur beide Beine gebrochen. Ein Schwein! Ich dachte, was läuft denn da unter Wasser? Es war ein Schwein. Ja, ein Wasser. Es war Noah. Das hast du jetzt gesagt. Ein Meerschweinchen. Mhm. Das hier heißt Scheiße halt ab, ey. Mhm. Also hier ist kein Boot. Weißt du, ob du es gefunden hast? Nee, noch nicht, aber ich bin noch auf dem Weg. Ich habe ein kaputtes Schiff gefunden, das ist aber nicht das. So, mal drüber wursten. Ah, nein! Gerade von Rivia. So. Ach, da ist gar nichts. Ab. Oh, da glitzert irgendwas. Und ein kaputtes Ruderboot. Bitte. Im Norden ohne Flaschenfass. Joink! So, was soll man hier machen? Musik? Hm. Aus die Barrikade des Vorhauses gen Ost bei dem Strand zu kennen, dass wir dort auch ein einbrennen. Vorhaus gen Osten. Über dem Strand. Was ein Vorhaus ist, da fängt es ja schon bald an. Das hier sieht auch gut aus. Oh, versuch mal. Nee. Wird das da oben? Ich glaube, die ganze Zeit mit der Kiste durch die Gegend. Das waren Simultanhühner. Mal hier? Warte, ich mach mal kurz hier. Okay. Der Hühner, ey. Aus wie ein nacktes Hund. Das hier vielleicht? Das hat so ein Weibchen. Keine Ahnung, was ein Torhaus ist. Mal sehen. Nein. Vielleicht das hier? Das ist ein Tor? Nein. Vielleicht das hier? Das Schiff, ich will die Kiste loswerden. Ja, ey. Oh ey, nerv mich nicht. Bin nie wieder weg. Verlost. Was soll denn beim Torhaus machen? Laterne hochhalten.
Brauhaus im Osten. Müssen wir los nach Dresden? Ja, da unten ist noch mehr. Ja, da wo Noah ist, das sieht gut aus. Da kommt eine Laterne hoch, Noah. Ja, warte. Warte. Da kann ich oben vielleicht. Gibt auch Privatwände, fällt. Ich komme mal runter. Nirgendwo runter. Oh, das wird... Ah ja, hast du die auch hochgehalten, Noah? Ja. Also, okay. Wahrscheinlich nicht richtig. Ah, die auch schon öfter. Finde die weiße Flagge bei der Fassplattform, diesem düsteren Ort. Fassplattform. Was zur Hölle ist eine Fassplattform? Ich finde, dass ein Torhaus ist. Also ist hier ist nicht wirklich ein Tor, aber na doch. So, oh, weiß ich nicht. So, eine Fassplattform, da steht irgendwas. Wirklich? Da steht diesen düsteren Ort. Okay, ich bin jetzt. Ah, nee, guck mal, ich lauf gerade voll darauf zu. Warte, ich seh dich nicht. Weg! Ah! Hat der erste mal einen Boomfass in der Hand, ey. So, was soll ich hier tun? Graben, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie viel Schritte in welche Richtung. Nein, keine Banane, Nina. Keine Banane, keine Banane. 8 Schritte gen Süd-Südwesten. Okay. Karl wäre stolz. Wir gehen von Karl. Ey, wie geht das Pizza? Schön, wenn Rufus hier bellt unten, dann hält das auch. Das ist ganz cool. Oh, ich war doch jetzt gerade. Mann. Hast du das von da oben noch mitgebracht? Ja. Schön. Cool. Dann muss ich es nicht holen. Fängt Feuer auf. Ich wollte nur meinen eigenen Arsch retten. Hier ist ein Beiboot. Alles lieber. Ja, Beiboot. Butchern. Herr Rufus, hilf doch mal. Das ist nur so, ich könnte aufpissen. Altes Hausmittel. So, schließen Sie sich. Okay. Ich weiß es nicht, so schnell war er noch nie. Seid ihr schon am Schiff? Ja. Okay, dann seid ihr die Schwimmgeräusche, die ich höre. nein. Nein, wir sind hier am Schiff. Nein. Dann machen wir die Arscharbeit und Monsieur isst. Nein. Ich koche. Ja, um zu essen. Nein. Doch. Also vielleicht später zu essen, aber ja. Erwischt. Doch da rein, Mensch, da. Zwei Sachen drin. Die beiden vorderen Schatztruhen sind die zwei Sachen, die hintere ist leer. Aber ein bisschen ungesund.
So, sollen wir zu Degatus fahren? Wenn Schlange ist fertig. Nee, ich glaube nicht. Sieht fertig aus. Nee, die ist noch hoch. War schon bräunlich. Vielleicht fertig anders aus. Können wir einfach üblich zum Außenposten und abgeben? Machen, wenn wir dran vorbeikommen? Ja, direkt die nächste Insel in Süden. Ja. Ein Plan. Dann möchtest du die Kiste noch ein paar Mal auf und zu machen, nur, oder? Ja. Wo bist du denn, dass du mich hier beobachtest? Ich höre das. Ich mach mal Segel runter, ne? Alter. Kann ich... Ich schieß auf den Mast, ich schwör's dir. Ja, da paddelt. Hallo? Hallo, kannst du mich mit unter die Unterwasserwelt nehmen, bitte? Die sind richtig... Warum guckst du mich so an? Unglaublich. Darauf erstmal eine Banane. Ich fall gleich ganz komisch hier über Bord. Flieg mit mir um die Welt. Sie gehört der Brunhild. Drunten da drüber. Du fliegst, als es wird sich Zauberei. Ich hab dir vertraut. Du hast nur gewartet, bis ich meine weggesteckt habe, Edel Pisser. Timo? Ja? Du bist ja schon wieder vom Bord gesprungen. Ja, ist ungünstig. Da vor uns kommt gerade Loot. Ja. Ich habe auch so gut wie kein Health mehr. Ich bin so gut wie tot. Entschuldigung. Ja, okay. Sind wir vorbeigefahren, ne? Ja, toll, Nina. Nee, ich meine eigentlich dich nur. Du hast den Anker festgehalten. Ich wollte den Licht. Das. Ich bin hoch. Ist ja wieder ein Brett und eine Schlange. Oh, ups. Soll ich die mal rausnehmen? Ich weiß nicht. Ist die braun? Also ist schon die fünfte oder so, die der brät. Okay, Du hast braun. Weiß jetzt nicht, ob die perfekt ist. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Sehe ich leider nicht. Glaube ich. Wenn ihr das siehst. Kann die auch wieder reinpacken. Ah, lass ja. Erstmal drauf. Oh, Krakenfleisch. Vor uns ist ein Felsen. Oh, nice Mond. Ist da noch was drin in den Fässern? Nee.
Nee. Ist alles in die Lagertruhe gepackt? Nein, nur noch in Obst. Die Truhe des Boots. Ist das nicht auch Lagertruhe? Das heißt Ruderboot-Truhe. Ah, Ruderboot. Rohrboot. Gold gemacht. Ich hole mal das vordere Segel einmal rum. Das ist ja nicht schlimm. Nee, noch brauchst du nicht. Wir sind ja noch weit ab vom Schuss. Also ich weiß nicht, wo die Sachen sind. So die Verkaufssachen und so. Achso. Einmal rumfahren. Ich habe nichts gemacht. Am Kauen, oder Hauptsache am Kauen, ey. Hier vorne, oder? Zumindest die Geschäfte, ne? Ja. Ja? Naja. Auf der anderen Seite war ja nur Stein. Da, wo wir eigentlich angelegt hätten, sonst. Deswegen, dass wir da auch gar nichts angelegt hatten, weil wir nichts gesehen haben. Der Anker sagt Bescheid. Okay, die Wände schaffen wir nicht mehr. Noah. Ha? Ich weiß nicht, ob ein das nicht auch in die Richtung zieht. Ja, tut das. Ach, beide Segel sind zu, alles klar. Ich hab nur das vordere zugemacht. Ich hab gar nicht zugemacht. Also ich hab mit Nina das vordere zugemacht. Dann war das hintere nicht auf. Ja, ich hatte es auch zugemacht, weil es noch zu schnell war. An dem Steg, da können wir ja anlegen. Es ist lustig, dass wir immer versuchen, am Steg anzulegen, wenn es doch immer da fast dazu führt, dass man dann zum Mann kauft, weil man den Steg eh nicht so. Sag Bescheid, ne? Ja, Anker. Schon wieder zum Stark vorbei. Das Segel ist schon wieder. Bitte? Das Segel. Nur die am Käfig, da ist was drin. Die eine Kiste und die mit Zucker. Mit Zucker. Kommen wir hier hoch. Was ist denn so? Hab ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat, wenn die Tiere anfangen zu spinnen. Wäre ja schon cool. Eigentlich, ne? Wenn es plötzlich anfängt, wie verrückt zu bellen, wenn das einen Grund hätte und so? Ich glaube, er bellt einfach. Aber ja, es wäre gut. Hätte die irgendwie einen Sinn. Ja. Da stehe ich mit dir.
Ich würde die leere Schatztruhe verkaufen. Wir haben noch zwei leere auf dem Schiff. Mhm. Ja, zwei leere auf dem Schiff reicht. So. Ja, Gammelzucker. Was sollen wir jetzt machen? Dass es überhaupt keine Knete gibt, einfach. Skeletts aufs Maul hauen? Selbst der Zucker hat 145 gemacht. Warum nicht? Skeletts aufs Maul schießen? Hauptsache aufs Maul. Ja. Ja, also es gibt einmal Schiffe aufs Maul oder Skelette aufs Maul. Wir haben irgendwie immer noch nicht so viele Kugeln jetzt, ne? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Dann vielleicht... so auf die Fresse geben. Der Crew der Dancing King Dance Battle! Dancing Queen. Welcome, Golden One. The wondrous coin. Auf jeden Fall kein Pisserschiff mehr. Bitte? Ich sehe auf jeden Fall kein Pisserschiff mehr. Das ist zumindest nicht sichtbar. Ganz kurz. Ah, ich muss mal eben was in die Kiemen stopfen, sonst schlafe ich hier in 2 Minuten ein. Okay. Ah. Schön. Sehr schön. Schön, ne? Ich hab gleich, mach's mal romantisch. Ja, ja, finde ich gut. Sehr schön. Wenn ich da jetzt gegenpuste, zünde ich dann deine Eier an. Was? 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 Ein ja nur. Warum, ich rede das mit dem AstraZeneca schon wieder so auf, ne? Ach, hör auf, ja. Für Menschen ab 60, die das aber eigentlich nicht bekommen, weil BioNTech da einfach besser ist. Ja, ja, schön. Krieg halt gar nichts. Ja, same. Und jetzt, du bist ja schon einmal geimpft, dann jetzt die Folge geimpft, finde ich, kriegst du kacke. Der Einsatz bei Jüngeren bleibe aber nach ärztlichem Ermessen möglich. Ja, dann hole ich mir halt irgendwas vom Arzt, ist mir auch egal. Ja. Ich finde, dann sollten sie vielleicht mal langsam anfangen, BioNTech ein bisschen mehr zu produzieren. Wie wär's damit? Ich zahle das auch gern. Das Blöde ist, dass mRNA halt schwierig zu produzieren ist. Ja. Kannst du nicht mal überall einfach produzieren. Ja, ja, ich weiß, aber... und halt, ich glaube, wir könnten es ja abgeben, aber... mit der Gründe, warum sie es irgendwie dann nicht tun, ja, muss man vielleicht die Gründe dann jetzt mal überdenken. Ja, man hätte auch einfach
vor einem Jahr anfangen können, noch eine neue Produktionsstätte zu bauen, aber es kostet ja Geld und es rettet ja nur Leben, nicht Kapitalinteressen. Also. Ja. Ja. Vielleicht rausschütten, weil es knistert sehr. Dann du gleich weiter. So, wohin geht's jetzt? Schauen wir mal. Noah. Sunken Grove oder Marauder's Ark. Beziehungsweise runter. Okay, Sunken Grove ist hier direkt im Osten. Mein Gott, du füllst doch den halben Bildschirm aus, ey. Marauder's Ark ist im Osten. Okay, wir erstmal. Oh, jetzt habe ich Rufus getroffen. Sind die Kanonen alle geladen? Nein. Warte, was bei? Echt hochspringen, also. Soll ja lassen. Ah, ne? Ja. Hui. Ich feiere ja so ein bisschen hinten an der Unterhose, weil, also ich habe das wahrscheinlich auch bei Timo, ach so, diesen Schlitz ja. Zum, ja. Zum Kacken. Zum was? Sehr schick. Mhm. Gab es immer von Ren Stimpy, gab es mal eine Folge, da hat Stimpy auch so einen Schlafanzug, so Knöpfen am Popo. Dann sagte er immer so, knöpfst du mich mal zu, Ren? Und das fanden wir immer sehr niedlich damals. Ah, Sunbrook. Bus. Also du hast das nicht. Du darfst nicht kacken gehen. Ich kann eine Hose runterziehen. Ich schaff das. Du musst leider in die Hose kacken. Ja. Ich hab gelernt, dass ich meine Hose runterziehe, bevor ich scheißen gehe. Ja, wo ist denn deine Hosenunterzieh-Animation? Ha? Ja, wo zeig ist dein, mal. Wo ist denn deine, ich knöpfe meinen Arsch auf vor Animation, Monsieur? Oh, nee, das wird mit so viel Druck da durchgepfeffert. Meine sind so abartig. Was? Hast du da ein Loch drin einfach? Ja. Nina macht sich das Loch alleine. Ich hab eher das Gefühl, dass wenn du es mit so viel Druck rausballern willst, dass es nicht durch die Hose geht, sondern sich einen anderen Weg sucht und im Kopf ankommt. Deswegen hast du auch so viel Scheiße im Kopf. Wer? Beide. Hä? Ja, genau. So, So, steuern wir ja schon drauf zu. Irgendwas in der Nähe haben? Ey! Gerne. Happy Birthday to you. Jetzt schimmelt einfach wieder zur Insel und bleibt da. Ich bin ja offensichtlich nicht erwünscht. Du hast mich auch getroffen, ich habe Schaden genommen. Entschuldigung. Aber das verzeih ich dir. War lustig. Aber wenn Nina auch immer vom Schiff springt, ne? Ja. Nein, danke, ich möchte nicht wieder rennen. Immer nachdem sie so einen blöden Spruch lässt, springt sie vom Schiff. Wir schlechten Gewissen wahrscheinlich. Ist immer ein Spruch, der auf einen dummen Spruch von euch kontert wird. Was? Hab ich gar nicht beleidigt. Ist das die Insel vor uns? Ja. Nina ist wieder nicht da zu helfen, ey. Unfassbar. Okay. Muss mal einen Granatapfel. Das ist aber nett von dir. Der ist sehr lecker. Ja, schwimmt da hinten echt zu der Insel. Echt? Ja. Ich finde jetzt da Freunde. Erste Meuterei. Werden dir die ersten, ne? Dann desertieren. Greif uns gleich mit so deiner Dreiergaleone einfach an. Ich könnte, Alter, ich könnte. Ey, Sven, wo bist du? Die Meerjungfrau ist sichtlich verwirrt, dass ich jetzt zum dritten Nina Mal... Nina heuert gleich bei einem Skelettschiff an. Ich bin ja fast zu dürr, das passt ja. So, ist ja schon. Schön hier. Schön. Ich wünschte, Nina könnte das sehen. Ja. Ach, ich kenne die Insel. Wollen wir Rufus hinterher schieben? Niemand Gesellschaft. Auch keine Gesellschaft. Und den Hund würde ich auch nicht wollen. Das ist nicht wichtig, dass ich ihn nicht brauche.
soll euch mal schön weiter das Schiff zu pissen. Ah, du bist tot. Ich war gerade am Strand. Dann hat mich was ge-one-hitted. Und zwar wahrscheinlich ein Hai. Es hat mich ge-one-hitted. Ein Hai ist dir am Strand hinterhergesprungen. Ja, anscheinend. Ja. Ich war gerade. Du kennst ja die Haie, die am Strand langlaufen, ne? Also ich konnte noch nicht stehen. Obstkiste aber ich war mit 48 dran. Obst drin. Nice. Du hast mir die schon aus der Hand? Das ja. Spiel passt nicht. Dann hol ich das Bummfass noch, was da liegt. Dann du hast mich genauso knallt wie so richtig. Hat Nina gerade was gesagt? Hassen dich nicht. Nee, wir lieben dich. Sonst würden wir nicht so mit dir umgehen. Herr vom Riff. Oh, hier ist ein Herr vom Riff. Der ist auch tot. Guter Name. Grüß ihn mal. Ja, ich wink mal. Weißt du, kannst du mir helfen? Wir sind halt der in den Koordinaten. Ungefähr die größte TNT-Lieferung auf dem Meer hier. Irgendwie will der auch gar nicht. Tag hier. Nö, der winkt nicht zurück. Ja. Ist ein Arsch. Ja. Weil ist so eine AFK oder so. Ich finde da auch irgendwie deine Unterwäsche nicht so geil. Was machen wir hier, Timo? Ach, Skelette, ne? Skelette verkloppen. Muss Nina. Sieht man noch verbessern. Ein Geisterschiff ist. Nina. Ja, vom Riff traut sich nicht an mir vorbei. Tja. Oh, ein Spön. Ein Bummfass. So. Ich bin gerade in einem Staring Contest. Ich bin ein AFK-Spieler. Ich weiß nicht, ob der AFK ist. Ich habe eine Idee, was wir nachher machen können, wenn wir die Bummfässer dann noch haben. Unser Schiff sprengen. Alle in eine Reihe stellen und dann zünden. Oh ja. An unser so wie Schiff in einem dann. Video. Ja. Versuch mal, ob ich den küssen kann. Mach mal die Kusspose. Der kommt wieder. Das Problem ist, ich stehe halt vor der Tür und der will halt nicht an mir vorbei. Nein, der ist wahrscheinlich AFK, aber. Die Skelette nicht. Schwein. Ich will mich irgendwie. Ich weiß nicht, ob der nicht wiederkommt, einfach. Mensch, Herr vom Riff, mach mich nicht traurig. Du bist deutsch, wahrscheinlich. Stimmt. Aber warte mal, hallo! Sieht aus wie eine Japanerin. Ah, ja. Nicht. Bisschen ah, schon. Nicht. Oh, ich habe eine Mission gefunden. Ich warte immer noch auf den Kurs, ich krieg keinen. Bewegt sich gar nicht. Ich könnte eine Brandbombe auf den werfen. Das ist ja kack. Ja, wahrscheinlich. Gut, Herr vom Riff. Merkst du dir, ne? Ja, merk ich mir. Ich finde die Skeletters nicht, die sind hier nirgendwo. Ich sag nochmal tschüss. Jetzt hab ich die. Komische Musik. Die komische Musik. Die Skeletters gefunden. Selig. Ich renne, aber ich bin nicht so schnell. Das sind wieder so blöde Hallo, Hund. Lichtgestalten. Mein einer mag mich. Was ist hier unsere Devise? Skelette. Ah. Oh, Goldskelette. Das ist Bomben.